Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei GTA Vice City für die PS2. Anno 2002, glaube ich, müsste es gewesen sein. Hat so ein paar Jahre auf dem Buckel, sieht man hin und wieder. Trotzdem immer noch großartiges Spiel, muss man mal an der Stelle mal gesagt haben. So, wir sind auf dem Weg nach Little Havana. Um mit einem mysteriösen Telefonkontakt Kontakt aufzunehmen, der uns angerufen hat, als ich beim Hotel war. Ich hoffe mal, das ist in aller Spontanität tatsächlich auch noch drin geblieben mit der Pause und allem. Nicht, dass ich da jetzt irgendwelche Knöpfe nicht getroffen habe oder sowas. Aber wir wurden angerufen, wir wurden herbestellt zu einem gewissen Café von einem gewissen Vater, von einer gewissen Person. Die Zuschauer dieses Let's Plays und Freunde der gepflegten Unter... Oh Gott, ich gehe mal aus diesem Gangfight und gehe einfach mal direkt rein. Unter Umständen kennt man sich. Stuntboot, Action. Say, Ming. Hey, easy, Papi. This man's for me. You. You the boy? Oh yeah. You the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, Papi. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yeah, like a woman. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little bitty chiquita ones. Da haben wir unseren guten alten Freund. Und wir müssen jetzt natürlich mal wieder beweisen, dass wir Eier haben und nicht kleine Chiquitas, sondern Big Cojones. Ist ja nicht so, als hätten wir das schon mal gemacht, aber da waren wir nicht Tommy. Hey, I'm Rico. You the man with the Big Cojones? Tommy Vercetti, let's go. Okay, man, treat her like a woman. Das ist eine ganz, ganz weirde Gang, die er da auf die Beine gestellt hat. Auf einer ganz, ganz weirden Grundlage. Ich habe übrigens auch den Gang War, der da nebenher abging, sehr gefeiert irgendwie, weiß ich nicht. Schön in Zeitlupe. Da oben übrigens auch ein Gap-Zeppelin, soweit ich das rede. Oder nicht Gap, aber hier, ne, ich glaube Gash. War es jetzt in Vice City? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, auf jeden Fall ein Zeppelin mit dem Logo drauf. So, wir fahren vorsichtig, so gut es irgendwie geht, durch die Checkpoint. Gott, das ist zum Kotzen, ey. Die Bootsteuerung, auch wenn wir nicht viel Wellengang haben, aber sie ist nicht die beste. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir die 22 Checkpoints jetzt in der Zeit auch noch schaffen. Gespeichert habe ich natürlich nicht. Im Zweifel muss ich es halt nochmal neu versuchen. Das ist dann leider so. Schön auch in jedem Sprung nochmal eine Zeitlupe, wie sich das gehört für ein Actionspiel. Und kaum hittet man das Wasser, fühlt man sich wieder wie zurückversetzt an den Jetski aus Vice City Stories. Das ist aber bei jedem Sprung. Jeder einzelne Sprung ein kleines Meisterwerk. War das ein Jet? Nee, wollte gerade sagen, bei Vice City gab es keine Jetskis, das war so ein Vice City Stories Ding. Und dann später erst wieder bei 5. Glaube ich. Ich meine, Vice City hatte bisher noch keine. Das wird sich bei 6 wahrscheinlich dann ändern, aber... Obwohl, nee, ja gut, logisch, Vice City Stories hat logischerweise welche, also von daher... Ist Vice City natürlich auch schon bereits mit Jetskis gesegnet worden, was in dieser Stadt hier, glaube ich, als Währung angesetzt wird, neben Kokain. Ich glaube, das sind so die beiden Währungen, in denen man hier bezahlen kann. Entweder Koks oder Jetskis. Oder man kauft Jetskis von Koks. Ah Gott, ich habe nur noch eine Minute und 11 verbleibende Checkpoints. Ich
hoffe mal, die liegen relativ weit beieinander. Ich habe es jetzt hier bei dieser Wende durch die Brücke durch, habe ich es jetzt ein bisschen verkackt, leider. Ich liebe auch, dass dieses verbleibende Checkpoints einfach mitten auf dem Bildschirm hängt. Ich glaube einfach, das Verbleibende ist, glaube ich, echt so ein Deutschland-exklusives Ding. Ich habe so das Gefühl, dass es im Original einfach nur Checkpoints heißt, der Punkt. Ein bisschen weird. Alles sehr, sehr weird jetzt in dieser heutigen Folge. Wir haben jetzt noch 6, wir haben 30 Sekunden. Es wird ein bisschen knapp. Und das mit den Zeitlupen bei den Sprüngen, das haben sie sich mittlerweile dann jetzt auch gespart. Ich glaube, die haben den Kameramann schon nach Hause geschickt, weil ich mir so lange brauche hier. You the main man! You main man! I like you a lot! Anytime, man, cause you got cojones and all my friends, they got big cojones! Ihr seid sehr, sehr eierfixiert. Ich möchte es nur mal kurz sagen. Was ich auch absolut nicht verurteilen will, aber... Oh, es wird doch knapper, als ich eigentlich gehofft hatte. Okay, wir haben Big Cojones, habe ich das Gefühl. You got Big Cojones. Ah. Dö. Bom, 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 bom. Ich glaube, ich bin mir noch nicht mal mehr immer noch sicher, ob das jetzt tatsächlich der richtige Jingle ist, aber ich habe so ein Gefühl. So. 1000 haben wir bekommen und die Bestätigung, dass wir Big Cojones haben. Jetzt laufe ich hier ganz weird erstmal so ein bisschen durch die Gegend. Ah. Tommy, not dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pulley make you some stew, aye? Come and check my kitchen sometime, okay, Tommy? Okay, jetzt kommen wir, glaube ich, so langsam mit allen Gangs in Little Havana zugange. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es eröffnet sich uns ein kleiner Story-Arc. Und was sich uns auch eröffnet, ist die Chance auf einen Komet, weil ich bin in der Nähe vom Golfclub, das habe ich gar nicht so realisiert. Den nehmen wir noch gerne mal mit. Das ist halt echt so ein... Eigentlich, also für mich, deswegen mag ich das Fahrzeug auch so gerne, die Banshee im Autohaus in Liberty City. Das ist so das Ding, wo ich dann immer so, ja, das will ich haben. Direkt gefolgt wirklich von diesem Komet, der grundsätzlich immer am Golfclub spawnt. Das ist so ein iconic Fahrzeug, einfach so von wegen. Das ist so ein Standard im Leben, an den kann ich mich festhalten. Der wird sich nie ändern. Ich glaube, das Beste, was Rockstar mir geben kann, ist tatsächlich, dass ein Komet am Golfclub spawnt, dann bei GTA 6 oder so. Dann bin ich glücklich. Nicht gefolgt von dem Oceanic, glaube ich, ist es ja, der vor dem Ocean View Hotel spawnt meistens. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hier die Reihenfolge ist, aber ich würde jetzt erst einmal wieder zu unserem Kollegen Rubina fahren. Weil soweit ich weiß, sind wir ja jetzt mittendrin in so einem kleinen Gang War. Zwischen den beiden Parteien. Jetzt haben wir die andere Partei gerade kennengelernt. Ich muss übrigens bei Auntie Poulet immer an die Voodoo-Hexe aus Monkey Island unter anderem auch denken. Ich habe so ein bisschen was gemeinsam. Auch wenn ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob man Auntie Poulet überhaupt sieht. Weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr. Übrigens hier, warte mal. Weiß gar nicht, ob ich es bisher eigentlich schon mal drin hatte. Hier ist ein Päckchen. Da. Das ist, ich nehme mal an, einfach Hohl aus Keramik. Und wenn man das aufbricht, dann ist da eine Währung drin für Jetskis. Ich nehme es mal mit. Verstecktes Päckchen 1 von 100. Wie gesagt, es wird ja kein 100% Run. Daher die ich sehe und die ich einfach logischerweise zwischendurch einfach mal mitnehmen kann, die nehme ich auch mit und gut ist diese Sache. Ja, wir gehen einfach nochmal rein. Jetzt, wo wir bewiesen haben, dass wir Cojones haben, beweisen wir anscheinend, dass wir Kanonenfutter sind. Papi, ein Problem, Tom. Papi, un gran problema. Humberto, my son, what happened? Un gran problema. They mess with me. They mess with me for the last time. What is your problem? We'll take them out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Amigo, take my boys over there. But they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Naja gut, also größer als Diaz ist er auf jeden Fall. Rein körperlich. Ich lieb's auch immer, wie seine Wampe raushängt. Das ist schon eine Stilentscheidung, die muss man auf jeden Fall mal treffen. Besorgt dir ein Auto und hol die Kubaner an Rubinas Café ab. Wahrscheinlich ein Viertürer, hätte ich gesagt, oder? Oder ein Fünftürer? Das ist auch so eine Sache, die regt mich auf beim Autokauf, ganz ehrlich. Fünf Türen, ja, weil hinten die Klappe halt eine Tür ist, aber da kannst du halt... Oh Gott.
Ja, ist ja gut. Ich werde nie wieder die Autoindustrie verurteilen. Lasst mich in Ruhe, CDU-Lobby. Ja. Entschuldigung, ich wollte nicht politisch werden. Oh Gott. Ja, und so laufen wir über den Basketballplatz und suchen ein Auto mit 4 Türen. 5 Türen. 7. Rein theoretisch, wenn man nach Klappen geht, müsste es ja ein 6-Türer sein, weil der Motorraum geht ja auch auf. Ich sag's nur. Ach komm, ich nehme ein Taxi. In der Hoffnung, dass sie mir jetzt nicht direkt die Reifen zerschießen. Boah, der ist hier aber auch eingekesselt in Scheiße, der Kollege. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob das überhaupt nicht irgendwie auch seine Jungs sind, die ich letztens hier bei der Beerdigung auseinandergenommen habe, aber ich meine nicht. Kann ja gar nicht, ich habe ja einen von denen gerade kennengelernt, das sind die anderen hier. Stimmt, er hat mich ja angerufen, nachdem ich das erledigt hatte. Setze die Kubaner am Kampfort ab. Sehr gerne. Kampfort klingt für mich nach Speichern. Betrachte ich hiermit als erledigt. Ich hoffe zumindest, dass es erledigt ist. Nicht, dass ich jetzt wieder irgendein Fenster nicht aktiviert habe oder so. Guck mal. Da passt sogar das Taxi eigentlich als perfektes Fahrzeug. Ist auch die perfekte Tarnung eigentlich, die wir jetzt hier gerade fahren. Hier ist der Kampfort. Natürlich kämpfen wir mit. Eigentlich war die Rede von, ich setze euch ab. Okay, wir ballern anscheinend. Gut, dass ich auch direkt beim ersten Schuss schon einen Stern kriege. Der Rückstoß in Verbindung mit diesem Fadenkreuz ist... Guck mal, ich mache gerade gar nichts. Übrigens, außer nachladen halt, aber ich mache gerade nichts und er schießt halt einfach irgendwo in irgendwelche anderen Richtungen. So. Guck mal, sogar mit einem Headshot. Gehe ich jetzt zumindest einfach mal von aus. So, hier, deswegen mag ich das Auto anvisieren tatsächlich sehr gerne. Es ist mittlerweile auf aktuelleren Konsolen deutlich angenehmer geworden zu zielen. Nicht mehr so direkt. Vielleicht muss ich das auch irgendwie mal einfach anders einstellen oder so. Es ist natürlich geil, dass die einfach gestorben sind und es jetzt gerade nichts passiert. Ah. Lauf, wie Mädchen kämpfen. Ja, guck mal. Kubaner mit dem Taxi irgendwo hinfahren scheint ein Ding zu sein. Ich will auch wie ein Mädchen kämpfen mit einer... Jawohl, ich kämpfe jetzt auch wie ein Mädchen, ne? Da kämpfe ich jetzt... Ne, da hinten ist ein Snip. Take out that cowardly sniper. Okay. Ich kämpfe jetzt auch wie ein Mädchen. Okay, ich habe auch eine krasse Waffe tatsächlich eigentlich bekommen. Ja, ne, komm. Könnt ihr mal aufhören, mir in den... Immerhin habe ich ein Laservisier. Ach, komm schon! Ich habe doch jetzt gar nichts gemacht. Ich habe noch nicht mal geschossen. Ich habe davor habe ich einen erschossen von euch, ja, aber muss ja keiner wissen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte eine etwas längere Mission werden, wenn das jetzt so weitergeht. Und ich habe denen noch gesagt, die sollen nicht in meine Schusslinie laufen, aber nein, sie wollten ja nicht hören. Aber ich muss mich einfach ein bisschen weiter hinstellen und dann... Komme ich damit der Snip dann auch immer hin. Nehmen wir jetzt aber direkt die Dicke. Oh Gott. Okay. Die dicke Kanone macht auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Spaß, was Autos zerlegen angeht. Streuung von den Waffen ist halt echt ein Thema. Normalerweise macht er 3 fertig oder was? Ja, okay. Ich speichere gleich nochmal, sobald die Leute ankommen.
Zumindest hoffe ich das. Ach nee, weiß ich, einfach nur Safety-Safe-mäßig warte ich jetzt nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt irgendwie direkt an die Mission schon vorbei ist, weil schon viele gestorben sind oder so. Aber wo weißt du was, komm ich. Ich speichere mal, falls es schief geht, dann geht's halt schief, dann lade ich neu. Okay. Einmal die Waffe holen, dann hier zurückgehen. Zoomen und ins Bein schießen. Sag mir nicht, er hat's überlebt, danke. Okay, schalt die restlichen Gangs aus. Bitte nicht in meinen Weg laufen. Das wäre wahrlich wundervoll. Ich hätte gern die M4, die da liegt. Ja, die hätte ich gerne. Und dann nehme ich den Van und hau ab. Ach, als ob. Es war so klar. Hier stehen ja auch 50 von denen rum. Und gucken mich an. Komisch. Oh Gott. Warte kurz, ich komme gleich wieder und hol dich ab. Eieieiei. Okay. Zumindest die, die sich irgendwie bewegen, sind jetzt weg. Natürlich. So, einfach da durch, fertig ist. Jetzt hoffe ich nur, dass die mich nicht noch verfolgen zusätzlich. Ja, ich muss den Van aber reparieren. Also der hat jetzt doch ein bisschen was abgekriegt. Das würde ich dann doch ganz gerne erstmal wegkriegen. Auch wenn die mich jetzt nicht verfolgen, aber ich kenne meinen Fahrstil und dann mit einem geplatzten Reifen fahre ich gleich irgendwo gegen und fange an zu brennen. Das muss nicht sein. Wenn ich ihn dann jetzt repariert habe... Außerdem habe ich Sterne, das habe ich gar nicht mitbekommen. Sehr gut. Außerdem, wenn ich dann mich einmal lackiert... Danke. Immerhin fahren sie raus, netterweise. Das ist nicht euer Ernst. Okay. Da haben sie dann eingesehen. So, Entschuldigung. Da haben sie mir jetzt die Tür kaputt gemacht. Wahrscheinlich kriege ich noch irgendwie Geld von der Versicherung dafür jetzt oder so. Mal gucken. Gut. Sterne sind noch am Blinken. Es wird langsam Zeit, dass ich Immobilien kaufen kann. Ganz im Ernst, weil ich denke immer, dass diese Häuser sind Herzen und ich könnte jetzt mal eins gebrauchen, ehrlicherweise. Muss man vor der nächsten Folge erstmal wieder speichern, Weste kaufen, heilen und. So, den Van liefern wir hier ab. Sehr gut. Mission erfüllt. Für 2K. So. Achso, ich werde es wahrscheinlich noch ein paar Mal vergessen. Ich könnte jetzt natürlich auch direkt schon die nächste Mission machen, aber das werde ich erstmal nicht tun. Die Sache ist, was ich vielleicht machen kann, ist, hier ist ja auch ein Krankenhaus in der Nähe und normalerweise spawnen vor Krankenhäusern gerne doch auch Herzen. War das damals auch schon so? Ist das nicht das Hospital? Da, guck mal. Okay, es leuchtet ein bisschen mehr tatsächlich, aber es sieht von Weitem sieht's ähnlich aus. So. Ein Herz für Tommy. Das Einzige, was ich jetzt nicht habe, ist eine Weste. Kann ich hier nochmal schnell eine holen? Ist die ganz oben in Downtown? Sonst hätte ich nämlich gesagt, ich gebe euch jetzt, wonach ihr begehrt, nämlich die nächste Mission. Ach komm, wir machen jetzt einfach auf Risiko ohne Weste. Ich mache mit einem Schnellspeicherpunkt, dann geht das schon. Und dann kriegt der heute mal die volle Packung Umberto auf die Augen. So, als Gratisbeilage, weil ihr so lieb seid. Let's go! Die Seeschlacht. Ja, das klingt nach einer kurzen Bonusfolge. Alberto! Bono Café, Senor! Don't serve this snake in the throat! You're two-faced, Tommy! You're either two-faced or you're a wimp, baby boy! They're laughing at me! Easy, easy! What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino! They're doing whatever they like! Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What?
You want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man. Businessman, a gentleman. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Yep. Würde ich auch eher dem tatsächlich. Außerdem ist es wieder mal, nie ist Umberto mit am Start. Ich weiß gar nicht, wo er, ich glaube in der Zwischensequenz, wo gesagt wurde, ja, unsere Leute helfen uns jetzt gegen die Mendez-Brüder. Ich glaube, selbst da war er nur kurz irgendwie in der Zwischensequenz und ist danach dann einfach gefahren, hat seine Leute vorgeschickt oder so. Mr. Big Cojones. So. Wir fahren nicht zum Toolshop, sondern wir fahren das Shipment holen. Das Big Shipment. Das ist immer... Ich habe auch das Gefühl, wenn große Shipments von irgendeinem Stoff nach Vice City kommen, ist damit immer irgendein Problem verbunden. Ist auch so eine Weisheit, die ihr vielleicht mal mitnehmen könnt, wenn es in Richtung 6 geht. Ach, guck mal hier bei dem Anleger. Das Schiff ist übrigens immer noch nicht abgefahren nach 2 Jahren, ne? Möchte ich nur mal kurz darauf hinweisen. Hey, Rico. Nice boat. Ready? See, Tommy? Now you be a good shot today. My boat, she no good. Full of holes, okay? Alrighty. Der große Mond. I see the same faces. Oh Gott. Ja, ich mach mal schnell speichern. Ich weiß, worauf das hinausläuft, grob. Gut, dass ich die Knarre noch dabei hatte, ehrlicherweise, weil jetzt geht's ein bisschen. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt hier krass schwer war oder ob das so ein Ding war von der Definitive Edition tatsächlich, aber die Mission in der Definitive war irgendwie Pain in the Asshole. Ich weiß jetzt auch nicht tatsächlich, ob sie irgendwo Westen und sowas gab. Ich vermute fast nicht. Oh Gott. Hier sind viel zu viele Leute für das bisschen Leben. Und ich hätte vielleicht eine Weste mitnehmen sollen dann für den Fall. Ja. Oh Gott, das... Gut, dass ich die Mission jetzt noch mache. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Leben mit rausgenommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich natürlich machen kann, ist erstmal hier mit dem Ding und dann hoffen, dass ich richtig ziele. Und die nicht. Dann war die aber tatsächlich in der Definitive einfacher, weil ich glaube, in der Definitive fliegen hier überall Herzen und Westen und sowas rum. Ich bin übrigens ein bisschen schockiert fast schon darüber, wie schnell man an Sterne kommt in den alten Teilen. Das hatte ich so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, schön, danke. Gib mir den Baum noch ein bisschen näher. Ja, da wird zumindest auf das erste Vordach gefallen. Sieht auch schon mal gut aus, ist die Sache. Ich glaube, die einen Kollegen da, die haben Shotguns, was unter Umständen ein bisschen schwierig für mich enden könnte. Ich mache mal eine Speicherung. Ja, genau, die nehme ich. Weiß, ich muss jetzt auch noch was einsammeln, auf jeden Fall. Ah, hier. Und einer ist noch am Dock. Jetzt könnte ich auf absolut schmerzhafte Weise erfahren, ob ich, schwimmen kann. Ach so! Na, klasse. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Instant jetzt hier vor Leuten so wimmelt. Nur, das ist natürlich jetzt auch wieder großartig. Die Sache ist folgende. Warte mal, ich mache mal nochmal eine Speicherung. Spawne ich dann jetzt gleich unten, wenn es explodiert, oder oben? Oben. Ernsthaft? Ach komm!
komm schon, Alter. Du kannst doch nicht einfach ernsthaft behaupten, dass ich den jetzt noch irgendwie... Achso, nee, warte mal. Ich muss ja... Aha. Ich muss ja aktiv was tun dafür. So. Du bist aus dem alten Batch. Das heißt, dich kann ich jetzt noch effektiv mit einem Schuss killen. Und dann das Ganze hier machen. Bumm. So, da ist die Shotgun, da ist ein Auto. Und dann würde ich sagen, so wie aber ganz schnell raus. Ja, jetzt kommen die. Oh Gott. Kommst du raus? Direkt schon brennende Cops. Sich überschlagende Cops, meine Fresse. Warte mal, bevor ich jetzt irgendwie versuche... Oh Gott! Nein! Nein! Lasst mich in Ruhe! Hier ist dieser dicke Ford nochmal Tahoe. Ich glaube, daran könnte ich mich jetzt bei dem Landsorger... Okay, da ist schon zwei... Ah, ich war auch schon 4 Sterne. Vielleicht wegen der Explosion. So, leckt mich alle. Das war auf jeden Fall eine schöne Verfolgungsjagd mit was weiß ich wie vielen Überschlägen. Aber das hat jetzt ein Ende. So, Little Haiti. Da wollen wir aber nicht hin. So, bei der nächsten Folge werde ich mich dann jetzt mal darum kümmern, dass ich eine Weste und Leben und überhaupt kriege. Vielleicht auch nochmal ein bisschen Munition oder irgendwas. Es war mir jetzt wieder alles zu viel hier. Jetzt mal darauf aufpassen, dass wir die 4 Sterne nicht mitnehmen. Die sind weg. Und wir bringen jetzt ganz geschmeidig das Big Sheepment zu Umberto. So, die okay. Ich hätte vielleicht erstmal den Verkehr durchlassen sollen, bevor ich hier irgendwelche Stuntmanöver mache. Hier war übrigens immer eine Weste, oder? Ne? Ja. Wo ist die? Vor 2 Jahren war die noch da. You son of a bitch. I want to hear you scream. You like your yelling and dream. Das war mir jetzt zu viele Voice Lines auf einmal. So, wir sind bis nach hinten durchgelaufen in dieser dubiosen Gasse. Und haben anscheinend das... Oh Gott. Das Big Shipment mitgenommen. Es gibt eine neue Umberto-Mission, die werden wir aber definitiv jetzt nicht machen. Ich werde jetzt erstmal speichern fahren. Es gibt jetzt weit genug mit Bonus hier. Ich werde jetzt speichern fahren, einmal heilen, einmal Weste kaufen, einmal nochmal ein bisschen aufstocken und sowas. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Da hinten geht schon direkt wieder Bandenkrieg ab, aber das betrifft, glaube ich, nicht mich. Wie sich das Ganze hier weiter aufdröselt, das erfahrt ihr ab morgen. Dankeschön fürs Zusehen. Lasst gerne das übliche Zeug da und bis bald. Haut da rein und tschüssi.